Hey Leute, ich bin's, Mac Maverick. Ja, wer im Garten eine grüne, begehbare Fläche haben will, der hat natürlich Rasen, ist klar. Aber ein Rasen macht natürlich auch viel Arbeit. Man muss ihn regelmäßig mähen. Wenn er in einem so gepflegten Zustand ist, wie dieses Teilstück hier, dann ist er für Insekten eine Wüste. Und was viele gar nicht wissen, es gibt durchaus begehbare Bodendecker, die man alternativ zum Rasen anpflanzen kann. Vorteil dabei ist, wesentlich pflegeleichter sind diese und sie bieten Insekten natürlich auch noch jede Menge Nahrung. Und ich möchte euch diese Bodendecker einmal vorstellen. Die erste Pflanze, die ich euch hier zeigen will, das ist Hornsauerklee. Das ist eine einjährige bis mehrjährige kräuterige Pflanze. Die wird nicht höher als 20 cm und somit ist sie ja gut geeignet, um sie als Rasenersatz zu dienen. Sie ist zudem sehr robust, was sie halt auch dann begehbar macht. Und das Schöne ist, dass sie ja schön blüht und somit auch schöne bunte Farben im Garten schafft und natürlich auch Insekten wieder Nahrung anbietet, was beim Rasen ja nicht unbedingt so der Fall ist. Ja, der nächste Bodendecker, der ist jetzt nicht unbedingt was für Insekten, aber er sieht Rasen recht ähnlich und ist aber wesentlich ja anspruchsloser, was die Bodenverhältnisse angeht. Er kommt mit einem sehr kargen, trockenen Boden zurecht. Man kann ihn an einem sonnigen oder auch an einem schattigen Standort pflanzen und ihr könnt das sehen, das Ganze ist begehbar und ja, man muss den nicht mähen, weil er einfach ja seine Höhe entsprechend schon erreicht hat und somit ist das auch ein ja guter Bodendecker, der alternativ zum Rasen angewendet werden kann. Hier könnt ihr Sternmoos sehen. Beim Sternmoos ist es allerdings so, dass der nicht zu viel Sonne mag. Der braucht einen halbschattigen bis schattigen Standort, weil der Boden auch niemals komplett austrocknen darf. Also hier muss man dann für ausreichend Wässerung sorgen. Aber er ist auch robust und somit begehbar. Und schneiden braucht man ihn auch nicht, weil er eigentlich nicht hoch wächst. Man kann ihn nur an den Seiten dann schneiden, wenn er irgendwie ja über die Ränder rüber wuchert. Und Sternmoos ist auch winterhart, bis zu minus 15 Grad übersteht der problemlos. Ja, hier könnt ihr die nächste Alternative sehen. Das hier ist Maurerpfeffer. Ich verwende das hier, um meine Pflasterfugen zu begrünen. So wächst dann nämlich kein Unkraut mehr. Und auch dieser ist begehbar. Auch dieser, wie ihr sehen könnt, wächst sehr, sehr niedrig und eignet sich somit gut als ja, Bodendecker, den man als Rasenersatz anwenden kann. Das Gute ist, der braucht kaum Wasser. Der kann sogar richtig Wärme ab. Ja, ihr müsst euch vorstellen, das hier ist die Südseite. Hier strahlt jede Menge Sonne drauf. Und die Steine erhitzen sich. Und selbst das macht diesen Maurerpfeffer hier nichts aus. Also das ist wirklich der robusteste von allen. Und ja, kann ich euch auch empfehlen, als begehbaren Bodendecker anzuwenden. Guter Letzt hätten wir dann hier noch Sandthymian. Der kommt auch ebenfalls mit einem sonnigen Standort zurecht. Die Wuchshöhe beträgt hier 8 bis 10 cm. Das heißt, ja, er wächst auch nicht sehr hoch und er ist belastbar, was das Ganze wieder gut als Alternative zum Rasen darstellt. Die Bodenverhältnisse sollten trocken bis mäßig trocken sein. Das heißt, er kommt auch mit recht wenig Wasser zurecht, was ihn zudem noch dann pflegeleicht macht. Und er ist natürlich auch winterhart. Ja, sind alle Bodendecker winterhart, bis auf der Hornsauerklee. Der ist manchmal nur einjährig, aber dann treibt er auch wieder neu aus. Das heißt, den hat man im Winter nicht, das sieht ein bisschen unschön aus. Aber ansonsten sind diese Bodendecker alle winterhart. Ja, ihr seht also, das war eine kleine Auswahl von Bodendeckern, die ihr alternativ zum Rasen anwenden könnt. Es gibt noch viel, viel mehr. Ich habe euch unten im Beschreibungskasten nochmal einige reingeschrieben. Begehbar heißt natürlich nicht, dass ihr auf diesem Bodendeckern Fußball spielen könnt. So robust wie Rasen sind sie diesbezüglich nicht, aber sie sind, wie gesagt, begehbar und sie bieten natürlich einen Blickfang im Garten, weil das sicherlich nicht viele haben, eine solche große Wiese oder Fläche dann eben mit so einem Bodendecker. Ja, ich hoffe, dieses Video war informativ für euch. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Hier könnt ihr mich gerne kostenfrei abonnieren, dann seht ihr auch weitere Videos von mir. Ich sage bis dann, euer Mac Maverick.